Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Anno 1607, nee, 1701. Spaß beiseite, mein Name ist Marok Smile und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gameplay. Das Feuer ist wieder im Schrein brennt wieder. Der Sturm hat sich gelegt. Genau, also die Idee war, dass ich eigentlich erstmal ein neues Schiff baue, ne? Aber ein neues Schiff kostet mich 1500 und im Moment sieht es nicht so danach aus, als würden wir das schnell erreichen. Wir können los. Also nehme ich dann nochmal lieber das Schiff, was eigentlich hier zu der Insel fährt und das Lampenöl, das Öl oder das Petroleum eigentlich, nennt sich ja Petroleum, hier rüberbringt, ne? Und damit wir hier das Feuer am Laufen halten und dass der Sturm, wie wir sehen, gelegt wird, ne? Und dann können wir hier nämlich hier die ganzen Artefakte durchwimmeln. Mann. Jetzt habe ich aber eine tollere Idee. Wohin geht es? Da das Lampenöl noch nicht gebraucht wird. Herrje, der Sturm frischt wieder auf und wir haben mein Artefakt noch nicht gefunden. Ja, wir müssen alles sofort gut. Mehr Lampenöl zum Feuerschrein schaffen. So, jetzt haben wir ein bisschen Lampenöl. Und dann nehmen wir unsere Glocke mit. Just one second, da haben wir nochmal 6 Stück, genau. Und dann gehen wir jetzt von hier rüber, gehen erstmal hier rüber, liefern das Lampenöl ab und von da aus würde ich vorschlagen, ne, mit Nachschlag hier rüber gehen. So. Und dann die Artefakte dann wirklich alle einzeln durchzusammeln. Ja, Habibi, das Ding verbrennt, als wäre es ein Otto Viertakter oder sowas. Wird es betrieben mit einem V8-Motor oder was, ja. Das ist ein bisschen Flamme da oben. Auf einer Handelsroute werden keine Waren gefördert. Gut. Ist, wie es ist. Wir sind jetzt hier und müssen das natürlich in Ordnung bringen, genau. Ah, da hat er das hier. Da hat die Glocke hier hinten. Tolle Sache. Das sind diese Details immer bei Arno. Ne? Oh, ehrlich. Okay. Mehr kriegen wir leider nicht drauf. Die 5 müssen wir mitnehmen. Genau. Oh, folge mir. Auf Kurs gehen. Wir gehen jetzt hier rüber. Warte mal. Ein Moment. Oh, das wird jetzt aber eine kurze Folge. Egal, macht nichts. Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Komm mal hier rüber. Hier rüber bitte. Warum geht es jetzt nicht mehr an? Ah, jetzt. Da muss immer einer hochlaufen und es anzünden. Sehr gut. Das Feuer im Schrein brennt wieder und der Sturm hat sich gelegt. Sehr jetzt gut. Können wir ungehindert in der versunkenen Stadt nach dem Artefakt suchen. Handelsschiff, ahoi. Ja, und wie machen wir denn das jetzt hier am besten? Und das müssen wir schnell machen, bevor nämlich... Ach komm schon. Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Jetzt. Ah, jetzt wird's runtergelassen. Gut so. Bei meinem Glück triff ich das sofort, das Artefakt. Und? Ist nichts drin. Nein. Hier sind wir offensichtlich am falschen Ort. Neuer Kurs. Das war alles verkehrt. Hier ist nochmal eine. Neuer Kurs. Ich schwimm mal schnell darüber. Ich hoffe, die 30, 40 Fässer halten. Handelsroute fehlen. Aber die müssen halten. Ja, ist ja gut. Ständig bekomme ich immer diese Meldung. Ei, ei.
Na. Ich würde gerne hier tauchen. Wenn es euch genehm ist, Sir. Also aber auch schön mit Details hier, wie man sieht hier. Die Häuser, der Brunnen. Wohin geht es? Und? Was gefunden? Ist nix. Hier ist das Auge nicht. Lass uns woanders suchen. Och, Herr Jedo. Wird erledigt. Dann müssen wir dann halt mal hier gucken. Vielleicht ist es ja hier drin. Es werden Stimmen gegen ihre Herrschaft laut. Och nee, du. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Meine Einwohner wollen mich loswerden. Das ist ja nicht zu glauben da. Was? Ach, wegen dem Essen. Ist doch kein Thema hier. Wir werfen alles wieder an. Ja, so, bitteschön. Oh nein, wieder nichts gefunden. Macht nichts. Wir werden noch weiter suchen. Wir finden das schon. Wir können los. Wir finden das schon. Einen Moment. Dann nehmen wir das hier. Diese Aztekenstadt muss ja riesig gewesen sein. So viele Tempel und in jedem könnte mein Artefakt aufbewahrt worden sein. Ja, klar. Um den richtigen zu finden, müssen wir alle Fundstellen genauer untersuchen. So. Eine Ware wird knapp. Jetzt beruhigt euch doch mal. Das Essen kommt noch. Jetzt mal noch einen Weg hier hin, schnell. Gut so. Nein, nein, nein. Hier sind wir offensichtlich am falschen Ort. Auch wieder. Ey, das gibt's doch gar nicht. Sag mal, wo ist denn das versteckt? Hier ist nochmal was. Eine Handelsroute, fehlen die Waren. Wir sind bereit. Hier ist nochmal was. Das könnte ja überall sein, euer. Pass mal auf, bei meinem Glück ist das irgendwo, wo ich nicht nachgeguckt habe. Eine Ware wird knapp. Na, warte mal. Hier ist das Auge nicht. Lass uns woanders suchen. Ja, ich bin dabei. Warte mal, wir gucken mal hier in der Richtung. Nicht, dass wir... Wird erledigt. Das siehst du. Wird erledigt. Da ist schon mal wieder eins. Eine Handelsroute, fehlen die Waren. Ja. Und wie sieht es im Dorf aus? Haben sie sich wieder beruhigt? Nahrung kommt wieder, jawohl. Leute, beruhigt euch wieder. Es gibt doch genug Nahrung für alle da. Wir haben noch hier Kühe, wir haben noch alles da. Oh nein, wieder nichts gefunden. Wieder nichts, okay. Warte. Dann. Wo waren wir denn stehen geblieben? Genau hier. Die Richtung haben wir noch nicht geguckt. Eventuell. Hier ist nochmal ein Tempel. Hier. Eine Handelsroute, fehlen die Waren. Hier ist ein Tempel. Sehr gut. Aber das wird jetzt leider eine kurze Folge. Wenn wir hier nichts finden, müssen wir in der nächsten Folge gucken, liebe Leute, weil ich muss jetzt kurz aufhören und dann müssten wir das in der nächsten Folge wiederum wieder nein, nein, nein. Hier sind wir offensichtlich am falschen Ort. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge.